Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch begrüßen und wünsche euch einen wundervollen romantischen Abend plus. Denn das Ganze gibt's heute in der Shirtless-Version. Und nein, bevor irgendwie was sagt, es hat nichts mit Maxim zu tun, es hat einfach damit zu tun, dass ich ein Lover-Mensch bin, der im Winter mit Tanktop immer, dem es immer noch zu warm ist. Und deswegen, wir haben jetzt super Hochsommer und es ist gigawarm und deswegen kann ich gar nicht anders überleben. Und deswegen gibt's das Ganze heute Shirtless. Und zwar fangen wir an mit Teamfight Tactics. TFT, auch Maxim hat hierzu schon ein Video gesagt und da hat er, glaube ich, gesagt, dass es heute rauskommt. Das wird nicht der Fall sein. Es wird frühestens morgen rauskommen, beziehungsweise im Patch 9.13. Das heißt, es könnte auch übermorgen kommen oder überübermorgen. Ich bin auf jeden Fall hyped. TFT macht super viel Spaß. Es gibt, glaube ich, aktuell einfach die LoL-Spieler, die sagen, ja, ist cool, und die, die gar nichts damit anfangen können. So ist es halt immer, ne? Die Frage hier ist, wird es auch Warteschlangen geben? Ich glaube nicht. Denn aktuell ist es ja so, dass von überall alle Leute auf den NA-Server gehen. Ja, den PBE-Server, der ist ja in NA. Das heißt, von überall, ne? Von Luxemburg, von Spanien, von Ost-West-Asien, die gehen alle dahin, ne? Und deswegen ist das einfach überladen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sehr viele neue Leute jetzt dazu kommen, die einfach sagen, hey, ich habe überhaupt keinen Bock auf League, ich habe schon deinstalliert, aber TFT, kein Tilt, da sehe ich mich, ne? Oder auch vielleicht von Dota Auto Chess, weil Steam, das läuft ja irgendwie nicht so richtig und dies, das. Ne, und dass sie das... dann viele neue Leute kommen. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht sogar wirklich kurze Warteschlangen gibt, aber ich glaube wirklich nicht. Das glaube ich nicht. Wo ich mir aber längst sicher bin, ist, dass es wahrscheinlich so sein wird, dass die Warteschlangen für Queues, für Solo-Queue länger werden. Ja, die ganzen Leute werden viel, viel mehr dieses TFT spielen und dadurch sind natürlich die gleichen Leute nicht mehr in der Solo-Queue und dadurch muss man wahrscheinlich länger warten. Kann ich mir vorstellen, ich bin... gespannt, ob der Hype dann anhält oder ob das mit der Zeit weggeht. Ich denke mal, mit der Zeit werden dann die Leute wieder mehr Solo-Queue spielen. Ich frage mich nur, wie es dann mit Aram läuft. Werden jetzt die ganzen Aram-Lots dann auch TFT spielen und dadurch stirbt Aram aus? Oder stirbt die Solo-Queue aus? Wer stirbt eigentlich aus? Wir wissen es nicht. Bin ich gespannt. Kiana, die sind scheinbar schon komplett ausgeblendet, so sehr war ich im TFT-Fieber. Kiana kommt raus. In der Midlane werde ich sie auf jeden Fall abusen, zu versuchen abusen. Ich denke, mein Arm juckt. Ich denke, sie wird nicht so gut sein in der Mitte, aber ich werde es trotzdem probieren. Wahrscheinlich wird sie Jungle sein. Ich habe richtig Bock, ne? Richtig Bock, First Time im Ranked auszupacken. Let's go. Corki kriegt nur so ein bisschen Aram-Changes, ist uninteressant. Diana kriegt ein bisschen Change of Life heißt, glaube ich. Und zwar, dass ihre Q jetzt auch, wenn ihr sie in den Busch werft, sie ein bisschen Sichtbarkeit gibt. Das heißt, ihr könnt damit Face checken, fliegt ein bisschen schneller und ein bisschen besser. Ilaoi. Na, jetzt kommen wir ein bisschen zu Fleisch. Ilaoi. Sie bekommt auf ihre Passive mit diesem Tentakel, dies, das, 0,4 AP-Scaling. Wenn ich mich recht entsinne, waren es vorher 0,6 auf dem PBE sogar, da hat man rumprobiert. Schien also OP gewesen zu sein. Kann ich mir nicht vorstellen, weil... ich glaube, die Passive hat auch echt ein gutes AD-Scaling und ich weiß nicht, wieso dieses AP-Scaling hier dazukommt. Klar, wenn du jetzt Baron hast, Baron gibt dir ein bisschen AP, hast du ein bisschen zusätzliche Power, aber ob es wirklich so gut ist, gibt es ein AP-Item, wo man sagen muss, hey, okay, deswegen lohnt es sich jetzt, Ilaoi auf AP zu spielen, so Rylaze oder so? Vielleicht. Man muss deswegen ja nicht Full AP gehen, ne? Einfach so ein Rylaze rein oder keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall gehen die Tentakel jetzt auch nicht mehr, die klappen jetzt nicht mehr ein, wenn Ilaoi weggeht. Allerdings, wenn sie länger als 3 Sekunden weg ist, dann despawn. Die vorher waren 60 Sekunden, jetzt sind es 30. Ihre W macht jetzt ein Minimum Damage und dieser Minimum Damage wird zusätzlich an Türme angerichtet. Das heißt, Türme böllern geht jetzt richtig gut, das macht richtig Bock. Ne? Und ihre E. Bei ihrer E, und das wusste ich selber nicht mal, vielleicht viele von euch wissen das wahrscheinlich auch nicht, ist es so, dass wenn Ilaoi euren Geist klaut und ihr Ilaoi angreift, dann geht mit jedem Angriff die Zeit von dem Geist runter. Das heißt, greift ihr 10-mal Ilaoi an, ist der Geist weg. Ja, und das Ganze wird jetzt entfernt, das heißt, ist egal, ob Ilaoi angreift oder nicht, der Geist bleibt. Dafür wird allerdings die Duration vom Geist verringert, von 10 auf 7. Und von und dann die Zeit, wenn du zum Geist wirst, oder zum Behälter oder wie auch immer, Wessel, dann von 12 auf 10 Sekunden. Hier muss man natürlich erstmal sagen, ich denke mal, das hier ist nicht so schlimm, weil meistens laufen die Gegner eh direkt weg und dass du wirklich 10 Sekunden auf den Gegner einschlagen kannst, ist sehr, sehr selten. Und so ist es im Prinzip auf jeden Fall ein Buff für Ilaoi, weil ab und zu, wenn Ilaoi den Geist klaut und sie wird gegankt, ja, und sie wird dann von 2 Leuten angegriffen, ist der Geist sofort wieder weg, ne? Und das ist ein bisschen scheiße, und gerade in solchen Situationen, wenn sie gegankt wird zum Beispiel, ist sie ja sehr, sehr stark. Und jetzt bleibt der Geist die ganze Zeit da, ne, oder Seele oder was auch immer das halt ist. Das ist für mich ein klarer Buff hier auf jeden Fall. Auch wenn die Duration ein bisschen kürzer ist. Außerdem ist die Zeit zwischen den Tentakelattacken von 10 Sekunden auf 5, 4, 3 reduziert worden. Ich bin kein Ilaoi-Man, aber das klingt für mich Giga-Bro. Also ziemlich Bro, also ziemlich stark, also very Bro.
Naja, und das bei 1713, also nicht irgendwie 1716 oder sowas, sondern 1713, very fine. Oder man hätte auch sagen können, 71316, naja, egal. Außerdem kann sie 6 Tentakel haben, wird zwar nicht so oft passieren, aber wenn es passiert, ist komplett gegeben. Karma, alle Pros spielen Karma, dies, das, ne? Wurde zu stark, wurde zu viel gebufft, deswegen jetzt das Movement Speed von 2,5 auf 1,5 reduziert. Ornn hat ein Attack Scaling jetzt von 1,1 auf der Q. Tut weh, ist ziemlich heftig, aber er baut natürlich nicht so viel Attack Damage, deswegen sollte es nicht so krass ins Gewicht fallen. Pike. Pike ist sehr interessant, denn Pike, gerade in der Mitte, also es geht hier um Pike Midlane und Toplane, der wird gehasst. Und das Problem bei diesen ist, wenn er mal ein bisschen AD kauft, weil er vielleicht die Lane auch dominiert, dann reckt er durch seine Passive so viel, dass du ihn gar nicht poken brauchst. Du pokst ihn, er geht nach hinten und kommt mit Full Life wieder. Du brauchst ihn gar nicht poken und das ist das Problem bei ihm. Deswegen hat man auf dem PBE viel versucht, rundherum probiert und seine Passive und dies, das. Gerade mit der Passive hat man sehr viel gearbeitet. Was man jetzt aber allerdings gemacht hat, ist, dass seine Q jetzt nur noch Single-Target-Damage macht. Ja, es macht kein AOE-Damage, nur noch Single-Target-Damage. Und es macht keinen Bonus-Damage mehr, wenn ihr steppt. Ja, ihr konntet ja casten, so werfen oder steppen. Ne? Und der Step hat 15% Bonus gemacht, ist jetzt nicht mehr. Dafür das Ding 2 Sekunden weniger Cooldown im Early-Game. Ist jetzt nicht so geil, weil jetzt, also ist okay, aber ihr maxt den Spell als erstes. Also erstmal, auch als Support-Pike fehlt hier Damage. Ja, das hier tut natürlich dem Lane Pike Damage, den Midlane und Toplane, weil er einfach keinen Wave Clear mehr hat. Und das Ganze bei der E wird komplettiert, denn seine E macht keinen Damage mehr an Minions und Monster. Das tut ebenfalls, also das zerstört Midlane und Toplane Pike. Du kannst ihn nicht mehr spielen. Das ist GG. Ich sag, hiernach ist er komplett tot. Tut aber, muss man auch sagen, dem Support Pike weh, ne? Weil auch Support Pike könnte Wave Clear und Minion Damage gebrauchen. Ist nicht verkehrt, ne? Und vor allem die Q macht jetzt halt Single-Target-Damage. Klar, hier steht Preferring Nearest Champion. Das heißt, wenn du es jetzt in eine Minion-Wave reinhaust, dann wird halt ein Champion immer noch getroffen. Aber manchmal könntest du halt trotzdem gerne vielleicht auch pushen und den Champion treffen oder ähnliches, ne? Ja. Dafür wird sein Ghost-Water-Dive ein bisschen gebufft. Das heißt, er ist jetzt schneller. Dürfte vor allem, wenn ihr richtig viele Lethality-Items habt, selbst, also vorher kamt ihr schon so auf 120 oder 10. Das müsste jetzt richtig krass sein, 130 oder sowas. Very fine. Sejuani wird genervt, sie wird immer im Pro-Play gepickt, also ist ein reiner Pro-Nerf. Weniger HP pro Level dazu und ihre W, also ihre zweite Aktivierung, wenn sie den Gegner, also wenn sie da so schleudert, auf den Gegner schleudert, macht etwas weniger Schaden. Sivir ist ebenfalls sehr, sehr stark, gerade sehr dominierend. Weniger Tech-Damage, weniger Mana-Ring. Ich mag das auch sehr gerne, dass sie halt diese krummen Zahlen sauber machen, ne? 8,012 auf 8. Und ihr Ricochet kostet mehr Mana. Na, das drückt sie natürlich auch mehr in die Richtung von Messenria, dass sie ihn definitiv mehr braucht. Sona. Sona ist das Problem, dass sie sehr viel mit verschiedenen Sachen gespielt wird. Das heißt, Sona Taric, Sona Tahm Kench, Sona Pike. Und deswegen sagt man sich, okay, Taric ist nicht das Problem, sondern eher Sona. Ne? Und deswegen, aber nicht nur deswegen, aber auch deswegen wird Sona genervt. Das heißt, Sona hat jetzt weniger AP-Scan auf der Q 0,2. Ich muss sagen, das ist giga wenig. Holy shit, das ist giga wenig. Und hat dafür ebenfalls weniger E-Movement Speed. Statt 6% pro 100 AP, 3%. Das ist giga wenig. Also halbiert. Holy. Sylas. Sylas, klar, jetzt werden, also ihr wisst oder ihr mögt es nicht, wenn er gebufft wird, aber er hat gerade die 3 schlechtesten Winrates auf der Midlane, Toplane und Jungle. Ja, überall ist er der schlechteste Champ. Und deswegen braucht man mal ein bisschen Hilfe. Kriegt etwas mehr Attack Damage dazu und sein Kingslayer macht etwas mehr Damage. Die sind ganz gemächlich, das finde ich gut. Ja, sie sagen jetzt nicht wieder, hey, krass, übelst krasse Sachen, sondern ganz langsam, ganz gemächlich, finde ich fein. Syndra hat man ewig schon in der Nähe gesehen, kriegt etwas Mana zu. Tristana wird gebufft, finde ich sehr gut, denn ich mag Tristana sehr gerne, ist mein Lieblings-AD-Carry. Mehr Attack-Damage, mehr Mana Regen und auch ihr Rocket-Jump macht etwas mehr Schaden. Fällt jetzt nicht giga ins Gewicht, aber so kleine Sachen sind gut, ne? Während gleichzeitig sie wie einer der stärksten AD-Carries genervt wird. Mein Greenscreen rastet ein bisschen aus, aber nur wenn ich hier so Sachen mache. So, Udyr, meine Freunde, Udyr. Das Problem bei Udyr ist, dass alle Udyr-Spieler immer richtig krass alles in einen Baum reinböllern. Das heißt, du musst ja nicht dein Ultimate skillen meistens. Die meisten gehen aktuell Tiger, das heißt, du skillst nicht den Phönix. Und dadurch, jedes Mal, wenn du nicht den Phönix skillst, hast du mehr Punkte, die du in deine Q reinballern kannst. Du hast also sehr früh deine Q und die böllert übelst durch. Das Ganze wird jetzt folgendermaßen geändert. Du kannst jetzt jeden Spell auf 6 hochranken. Das ist erstmal krass. Das bedeutet, dass du mehr Damage hast. Ja, wir gucken hier. Vorher konntest du 150 haben, jetzt kannst du halt 6 Punkte reinmachen, das heißt, du kommst auf 180. Und kommst auch auf mehr Attack-Damage-Scaling. Und das bei jedem Spell. Ja, die dicken Zahlen zeigen, hey, jeder Spell, logisch, du kannst einen Punkt mehr reinmachen, ist besser. Aber du kannst erst ab Level 16 die letzten Punkte reinmachen.
Das heißt, du musst vorher deine Punkte ein bisschen anders verteilen. Du kannst nicht sagen, hey, Q, 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 sondern du musst Q, 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 dann nochmal ein bisschen W, E, dies, das, so. Du musst also mehr verteilen und kannst nicht komplett durchbürsten. Du hast also mehr Damage, aber es dauert länger, bis du diesen Damage hast. Deswegen bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob es wirklich so gut für Ude ist, weil... Ja, wahrscheinlich ist es schon ein Buff, aber... Ude ist halt ein Champion, der richtig krass aggressiv im Early Game ausrasten kann. Na gut, Items. Essence Reaver gerade wird etwas genervt, ist sehr stark, kostet 100 Gold mehr, wird sich jetzt aber besser bauen. BF Sword statt Pickaxe, Caulfield's Hammer und Cloak of Agility. Dadurch müsst ihr nicht so viel Geld für das Rezept ausgeben und habt direkt, könnt ein geiles BF Sword kaufen, ne? AD Carry gegen AD Carry, der eine geht zurück, der eine will eine Essence Reaver, der andere einen Infinity Edge, der eine kauft einen fucking BF Sword und du musst eine scheiß Pickaxe kaufen. Zack natürlich. Und jetzt kannst du auch ein BF Sword kaufen. Deswegen... Definitiv, wenn dein Game halbwegs läuft, ein Buff. Und wenn es nämlich nicht läuft, dann kaufst du halt diese Schwerter. Das ist immer noch gut. Randuin's Omen kostet etwas weniger Gold. Rod of Ages kostet ebenfalls etwas weniger Gold. Und damit wären wir tatsächlich auch schon durch. Ne? Es kommen neue Skins. Arcade, Caitlyn, Prestige. Bin ich kein Fan von den ganzen Prestige-Skins. Arcade Caitlyn, Arcade Kaiser, Arcade Battleboss Qiyana und auch Battleboss Yasuo. Ich glaube, ist das eigentlich wegen der E3 wahrscheinlich, ne? Deswegen machen die diese ganzen Arcade-Skins. Ich muss sagen, kauft euch nicht Battleboss Qiyana, die sieht richtig kacke aus. Und ich bin auch übelst kein Arcade-Fan, aber es gibt, glaube ich, viele, die diese Skins feiern. Deswegen ist es ja okay, es sind ja Skins, Geschmackssache. Ich bin auf jeden Fall hart am Überlegen, ob ich mehr TF auf meinem Content bringe, auf meinem Kanal bringe. Ich habe gerade übel Bock auf TF und TFT, so. Tiltet mich auch überhaupt nicht. Natürlich, die einen haben Bock drauf, die einen haben nicht. Deswegen muss ich mir ein bisschen überlegen. Ihr könnt mir gerne sagen, was ihr davon haltet, ob ihr es gerne ein bisschen mehr sehen würdet. Ich wünsche euch was. Auf Wiedersehen. Und tschüss. Miau, miau. Ich hab euch lieb.